Oder Moinsen, zu einem Video, das nicht VfB ist, das auch nicht Ansbach ist, sondern ja, der Nachbarsort von Ansbach, Nürnberg. Es geht zum Testspiel tatsächlich. Haben sich einen geileren Testspielgegner rausgesucht als der VfB, müssen wir einfach mal die Props rübergeben. Arsenal ist einfach geiler als Valencia, ist einfach so. Beim VfB verkauft sich das Testspiel bisher absolut noch gar nicht, ne? Habe ich auch schon mal gesagt. Bei Nürnberg, beim FCN. Weiß ich es nicht, werden wir gleich sehen, wie viel sie da verkauft hat. Die Ehrenmänner von Arsenal Fan TV, vielleicht kennen die einen oder anderen den Kanal, sind tatsächlich auch am Start, haben schon ein paar Videos gepostet. Auch eins mit dem Michel von beClub TV, also auch ein sehr, sehr geiles Ding für ihn, glaube ich. Nürnberg letzte Saison Achter geworden, vielleicht sind da ein bisschen Aufstiegshoffnungen da für die neue Saison. Arsenal an der Champions League gekratzt, knapp daneben, dann doch Euroleague jetzt geworden. Klares Ziel für nächste Saison ist die Champions League. Ganz klare Geschichte, da gehört Arsenal hin, da müssen sie hin. Für Nürnberg beginnt die Saison am 16.07., für Arsenal am 5.08. Also bei Arsenal ist die gleiche Saisonstart wie bei uns, selbe Wochenende, also beim VfB. Eine Schnittstelle gibt es zwischen Stuttgart, Nürnberg und Arsenal. Der Grieche, Mavropanos, habt euch schon denken können wahrscheinlich, ist nämlich von Arsenal gekommen, ja, jetzt per Leihe und danach fix zu uns. Und war eben, bevor er bei uns auf Leihbasis da war, auch schon in Nürnberg ja, leihweise am Start aus Arsenal. Bei so Testspielen immer die Frage, wie viele Topspieler kommen jetzt tatsächlich, wie viele laufen auf. Wir hatten das auch damals mit Man City, Atletico und so weiter, Barca, wie viele Topspieler laufen da auf. Mal gucken, gerade eben auch so Leute wie ein Neuzugang Gabriel Jesus von Manchester City, wäre natürlich sehr, sehr geil, den zu sehen. Oder auch so andere Leute wie Martinelli und so weiter, habe ich jetzt nicht weit genug beschäftigt, um zu wissen, welche Spieler jetzt da sind, welche vielleicht auch verletzt sind, aber so ein paar Spieler hat man einfach im Kopf von Arsenal, auf die man sich mit am meisten freut. Mal gucken, wer da heute genau alles aufläuft, wie dem auch sei. Es geht ab ins altehrwürdige Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. In Nürnberg. Jesus! Ja! Lol! Jesus war auf jeden Fall dabei.
schafft es zurück, der Bre. Der ist so raus, Junge. Der Mann ist raus aus dem Stadion. In Nürnberg.